Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen neuen Glitch zeigen, wie ihr wirklich sehr, sehr schnell rennen könnt. Doch zuallererst möchte ich euch sagen, dass ihr für diesen Glitch einen Freund braucht und ihr braucht den Tesla-Sturm mindestens auf Stufe 4, denn der gibt euch einen 25%igen Bewegungstemposchub. Wenn ihr dann alles habt, Leute, dann geht hier in die Ecke, wo ich hingehe, denn hier ist eine Barriere und bei dem Glitch müsst ihr halt durch eine Barriere sterben. Und wenn ihr euch hier in die Ecke duckt, so wie ich es tue, dann bekommt ihr Schaden durch eine Barriere. Und kurz bevor ihr von der Barriere sterben tut, müsst ihr euren Tesla-Sturm aktivieren. So wie ich. Wenn ihr dann sterbt, seid ihr komplett tot, Leute. Jetzt müsst ihr nur noch warten, bis eure Kumpels die Runde beenden. Wenn ihr dann wieder da seid, dann geht und kauft euch das schnelle Laufen-Perk wieder. Und wenn ihr das dann gemacht habt, Leute, seid ihr wirklich extrem schnell unterwegs. Ihr werdet es auch direkt merken, weil das ist echt unnormal, wie schnell ihr seid. Jedoch müsst ihr aufpassen, Leute, denn wenn ihr sterben tut, dann ist der Glitch weg. Oder wenn ein Kumpel Tesla-Sturm aktiviert und ihr zu nah dran seid, dann ist der Effekt auch weg. Nun möchte ich euch den Unterschied zeigen mit dem Glitch und ohne Glitch, wie schnell ihr seid. Ich fange an mit Glitch. Mit Glitch braucht ihr 8 Sekunden, Leute, und jetzt schauen wir mal ohne Glitch. Ohne Glitch braucht ihr 10 Sekunden, also ihr seid 2 Sekunden schneller, aber ihr merkt das auch vom Gameplay her, Leute, das ist wirklich, ihr seid wirklich extrem schnell. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.